richtig nervös sei es an den Märkten, sagen die Händler, als wir heute Morgen uns hier kurz zusammengesprochen haben, um den Tagesausblick zu bereden. Und ja, es gibt die Reisemöglichkeiten für uns Deutsche innerhalb der EU, aber das war es auch schon mit den guten Nachrichten. Die Corona-Pandemie greift weiter um sich oder wieder um sich. China schließt in Peking mehrere Stadtteile, meldet mehrere Neuinfizierte, wo man doch glaubte, dass das Reich der Mitte die Pandemie schon überwunden hatte. Jetzt ist natürlich auch in Deutschland die Sorge groß, denn wir sehen auch hier steigende Reproduktionszahlen im Moment größer 1. Das heißt, jeder Infizierte steckt auch mindestens einen weiteren theoretisch wieder an. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle geht einher mit der Angst, dass diese V-förmige Erholung, die ja viele Investoren erwartet hatten, nun doch nicht kommt und wir die Hoffnungen hierauf begraben müssen. Wir sehen zum Beispiel auch an den Ölpreisen, die zum Wochenauftakt deutlich nachgeben. Und dann kamen noch ordentliche Dämpfer aus China am Wochenende, nicht nur an den Pandemiezahlen abzulesen, sondern auch die Industrieproduktion fiel denkbar schlecht aus. Die ist zwar im Mai um 4,4% gestiegen, aber Analysten hatten gut 5% erwartet. Das alles zusammen mit dem schwachen Wochenschluss vom DAX beutet den Index einmal mehr. Wir verlieren zum Wochenauftakt in Frankfurt mehr als 300 Punkte. Alle DAX-Titel sind im Minus, allen voran die Lufthansa, obwohl es ja jetzt wieder möglich ist zu reisen, aber das zählt an einem Tag wie diesen nicht. Und auch die Meldung von VW und Audi, dass man die Wiedereröffnung der mexikanischen Werke plant, schlägt heute nicht positiv ins Kontor, die Autowerte ebenfalls im Minus. Dazu, was kommt noch? Die Woche der Entscheidung bei Wirecard, nicht heute, aber wir haben zumindest schon mal einen Plan für die Woche gemacht. Am Donnerstag soll es soweit sein mit den Geschäftszahlen von Wirecard im dritten Anlauf. Ja, eine gute Nachricht gibt es aber dennoch. Fitch, die Ratingagentur, bestätigt das Top-Rating für Deutschland AAA und einen stabilen Ausblick, obwohl Deutschland so hohe Kosten für die Corona-Pandemie stemmen muss. Und das ist eine gute Nachricht, weil Deutschland sich damit weiterhin günstig an den Kapitalmärkten refinanziert. Kann.